Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie dem einen oder anderen vielleicht aufgefallen ist, gab es in letzter Zeit nicht mehr ganz so regelmäßig Videos von mir. Das hat auch einen Grund. Ja, ich war auch in den letzten Wochen und Monaten unterwegs, in Ägypten, in Irland. Hab's aber nicht geschafft, diese Videos zu bearbeiten. Und ich möchte in dem Video mal so ein bisschen erklären, warum und wieso das so passiert ist. Ich bin gerade mit meinem Vater in Abu Dhabi und wir sind gerade auf dem Weg, so eine Wüstensafari zu machen. Jo, und die seht ihr jetzt. Sehr warm und sandig. Ich komme mir vor, als wenn ich in der Wüste stehen würde. Das ist echt krass. Du bist ja echt am Arsch der Welt. Hier ist echt gar nichts. Aber immer noch besseres mobiles Internet als zu Hause. Ja, und ich mache jetzt seit etwas mehr als 3 Jahren regelmäßig Videos. Krass, wo ich nach Hongkong gegangen bin, hat das angefangen. Das ist schon so lange her, krass. Dadurch habe ich halt unheimlich viel Zeit in diese ganze Videobearbeitungsgeschichte gesteckt. Also es dauert so in etwa 20, 30 Stunden, je nachdem welches Video ich mache, für ein Video. Das heißt, ich habe mehrere tausend Stunden in dieses eine Ding gesteckt. Ja, wie man vielleicht sehen kann, glaube ich, sind die Videos mit der Zeit auch immer besser geworden. Neben diesen ganzen Erinnerungen, die man immer hat, weil es nämlich auch super cool, die ganzen Sachen sich nach mehreren Jahren nochmal anzuschauen, wo man im Urlaub war, was man erlebt hat, habe ich im Prinzip da auch irgendwie eine Fähigkeit aufgebaut. Ja, es fragen mich Leute, ob ich nicht Videos für die mache. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich den Fokus auf andere Videos gelegt habe und nicht so sehr auf den YouTube-Kanal. Ja, wir sind gerade nach Dubai gefahren und sind gerade in der Dubai Mall. Erster Eindruck, mega spektakulär. Ja, wir sind gerade im Emirates Palace und wir waren vorher in der Marina Mall. Das Emirates Palace ist auch ein absolutes Luxus-Luxus-Luxus-Hotel hier in Abu Dhabi. Und das wollen wir uns jetzt gleich anschauen. Ja, und dadurch, dass mich halt Leute gefragt haben, ob ich Videos für die mache, habe ich jetzt letztes Jahr ein Kleingewerbe anmelden können und mache regelmäßig Hochzeitsvideos. Es gibt auch eine Internetseite von mir, www.christianbu.com. Da könnt ihr euch, wenn ihr da Bock drauf habt, euch das alles mal anschauen.
Und ja, wenn ich natürlich dann so einen Auftrag habe, dass jemand ein Video von mir erwartet, dann ist das natürlich erste Priorität und dann bleiben diese Sachen halt so ein bisschen auf der Strecke. Aber nichtsdestotrotz möchte ich immer noch weiter YouTube-Videos machen, weil auch wenn sich eigentlich keiner diese Videos anschaut, also keiner im übertragenen Sinne, ich meine, das sind 500, 600 Views pro Video, was jetzt nicht die Welt ist, und ob sie jetzt 100 mehr oder weniger schauen, ich habe da keinen Vorteil durch. Aber trotzdem möchte ich das beibehalten, weil so verbessert man sich immer mehr und bleibt immer weiter im Thema, auch wenn gerade halt kein Hochzeitsvideo ansteht. Und durch diese Videos habe ich im Prinzip auch erst mich so verbessern können. Und deswegen möchte ich das einfach auch beibehalten, wenn es die Zeit eben zulässt. Ja, aber jetzt schauen wir uns erstmal den Emirates Palace an. Ja, ist halt krass, hier gibt es halt einfach mal einen Rolex-Shop im Hotel. Ja, falls man sich mal eben schnell eine Uhr kaufen will oder seine gerade zu Hause vergessen hat, kann man sich hier eben schnell eine neue kaufen. Schmeckt wie Cappuccino. Das ist Gold im Schnäuzer hängen. Oh, echt? Krass. 240 Sachen. Sehr warm. Und was auch krass ist und vielleicht ein bisschen ekelhaft ist, wenn das Ding startet, kriegt man den Schweiß von anderen Menschen, die vor einem sitzen, ins Gesicht. Das war ein bisschen ekelhaft. Aber ansonsten richtig krass. Schnellste Achterbahn der Welt. Ja, und hier endet im Prinzip auch schon das Video. Und zwar an der Grand Mosque, an der Sheikh Zayed Moschee. Im Prinzip der Gründer der Emirate, der ist hier beerdigt worden. Bezüglich der Videos, ich würde es mal so vergleichen wie jemand, der ein Instrument spielt. Der investiert ja auch Stunden um Stunden um Stunden und er macht das einfach, weil er Spaß daran hat, weil ihm das Spaß macht. Und so ist es bei mir mit den Videos auch. Ich habe da einfach Spaß dran und auch wenn man vielleicht im ersten Moment nicht den riesen Vorteil dadurch hat, im zweiten Moment dann doch vielleicht. Ja, und deswegen lohnt sich das, finde ich auch. Auch wenn die View-Zahlen jetzt nicht in die Tausende gehen, finde ich, macht das absolut Sinn, trotzdem noch die Videos weiterzumachen und würde jedem empfehlen, der sowas macht, auch einfach weiterzumachen. Jo, wie immer verabschiede ich mich mit den besten Grüßen. Diesmal aus der Grand Mosque in Abu Dhabi. Bis zum nächsten Video und bis dahin, ciao.